Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Data Rossa Darts und was wir euch noch schuldig sind, das ist das Gameplay zum neuen Girvan Prize Blue Eyes Red Dragon Steel Dart und ihr habt das Video vom Unboxing schon gesuchtet wie sonst was und es ist auch wirklich, je länger ich ihn hier in meiner Sammlung habe, ein richtig cooler Dart. Ich kann jetzt aus der einigen Erfahrung immer mehr sagen, Balance, super, Flugverhalten, richtig cool und alles andere zeigt euch jetzt gleich mal der Flo. Wir sehen uns später mal zum Fazit wieder. Wir quatschen ein bisschen über den Dart und zeigen euch, was taugt der so am Dartboard und im Gameplay. Dazu haben wir das L-Style-System mit einem 330er Schaft, also Carbon-Schaft, diesmal etwas länger gewählt. Warum, kann ich euch gar nicht sagen. Ich glaube, der lag halt einfach nur griffbereit. Und dazu den ganz normalen standardschwarzen Flight und die schwarze Plastik-Cap mit dabei. Ja, und was der Flo diesmal so rausholt und wie er die Darts ins Board hämmert, das schauen wir uns jetzt an. Girvan Prize! Girvan Prize! Blue Eyes! Weltmeister-Dart, also beziehungsweise vom Weltmeister. Ich weiß auch nicht, irgendwas irgendwie wackelt hier. Alles irgendwie relativ. Sehr 45. Kannst du da daneben da oben machen? Das ist ja. Ja, der dreht immer so ein bisschen, der kommt da hinten an die Wand. Ja, genau so. Ja. Machen wir. Also so richtig habe ich noch nicht raus, wo ich den Dart loslassen muss und wo ich den halten muss. Wie man sieht. Was sagst du denn dazu, dass Girvan Prize Weltmeister ist? Ja, absolut verdient. Starker Werdegang. Nicht nur sein Werdegang, auch seine Leistung im Finale. Ne? Ja. War schon beeindruckend. Ich glaube, erst der 12. oder 13. Dart auf Tops war nicht drin. Mhm. Was er da gezaubert hat. Ja. Und das mit den Darts, also. Ja, nicht mit denen. Wenn man den mal richtige Darts in die Hand drückt. Nein, Quatsch. Nicht mit denen. Er spielt ja der jetzt noch da oben ist, diesen, der noch glatt ist vorne. Dart hat jetzt quasi nur vorne noch diesen Grip mitbekommen. Hinten ist er gleich, er ist zwar schwarz eingefärbt und hat jetzt hinten noch dieses Blau, deshalb Blue Eyes. Mhm. Aber vorne hat er jetzt diesen etwas aggressiveren Grip mit dabei. Ein Schalkgrip, ja. Ich weiß nicht, ich fand die Girvan Prize Serie immer sehr glatt. Mhm. Waren die vorher auch super glatt. Wie ich finde den, also dadurch, dass ich hinten greife, finde ich den halt immer noch nicht wesentlich besser, weil meine Finger genau zwischen diesem Grip, den wir jetzt hinzugefügt haben, liegen. Das ging mir ähnlich, als ich den ausgepackt und getestet habe. Keine Ahnung, also es ist halt irgendwie so, als ob man nicht hundertprozentig weiß, wie lasse ich den Dart jetzt oder wann lasse ich den Dart los, wann rutscht er mir über den Daumen, wann nicht. Man muss halt ein bisschen fest, also wenn mir der Griff fehlt, ist halt bei mir immer so, ich muss ein bisschen fester zugreifen. Ja. Dadurch natürlich spanne ich mehr an, verspanne ich und dadurch kann ich den Dart mir so locker loslassen. Und dann passieren natürlich genau die Fehler, die nach rechts, links, hoch, runter gehen. Mhm. Das ist dann nicht mehr das Gefühl. Und der hat ja diesen Wellengrip da drin. Mhm. Und wenn man dann ein bisschen mehr, wenn man die Finger ein bisschen mehr zusammengreift, dann spürt man den auch. Ne? Ja. Aber klar, oben drin ist der glatt. 96. Also, das ist, Und hinten hat er so eine kleine Shark Grip Kerbe mit drin. Da habe ich den Daumen drunter gelegt und dadurch hatte ich die Orientierung. Okay. Ich bin ehrlich, ich merke nicht. Da hinten, aber es kann auch sein, dass ich halt auch einfach vorbeigreife. Ja. 140.
was ich sagen muss, ist, German Press Dart ist von der Länge, von der Gewichtsverteilung und von der Balance her immer mega geil gewesen. Also schon, was mich immer genervt hat, ist halt, dass es keinen Grip gibt. Mich persönlich. Also noch. Zumindest hier. Aber optisch ist es halt auch ein mega geiler Dart. Also nicht nur der, sondern auch der normale. War nicht mehr so gut. Ja, die Farbkombi ist echt normal. Ja, ich fand auch den Silbernen schon mal ganz cool mit diesem, mit diesem blauen Schwung. Ja, mit diesem V-Grip oder wie man es nennen will. Ja. Ich weiß nicht, sieht auch wie ein V. Ja, Wellengrip, V-Grip, ja, da gibt es auch keine richtige Bezeichnung. So. Ja. Optisch bin ich sehr, sehr neidisch. Ich bin da sehr, sehr geil. Und ja, den zu Welten aus. Doppel 1 geht immer. Doppel 1, ne? 501. Ja, das ist ein Wunder, ja. Aber Balance ist bei dem Dart schon echt cool, oder? Also das ist top. Also ich finde den Schaft einen Tick zu lang für den Dart. Ja. Ich würde, glaube ich, eher einen Ticken kürzer spielen. Wir sind ganz lang drauf. Ne? Ja, wir haben jetzt ganz lang drauf. Ich glaube, mit einem etwas kürzeren würde der Dart noch etwas stabiler stehen für mich, für meinen Wurfstil. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Das ist halt. Ich habe auch sehr, sehr viele Fragen jetzt in letzter Zeit bekommen, welche Schaftlänge ich spiele. Mhm. Weil wir auch öfter gesagt haben, Mannschaft kürzer, Mannschaft länger. Ja. Das kann man mal so gar nicht sagen. Der Schaft muss zum Dart passen und zu der Balance vom Dart. Zum das Beispiel, ist halt echt ein individuelles Thema. Ne? Genau. Muss man halt auch einfach austesten, was einem passt. Also prinzipiell kann man ja sagen, ein längerer Schaft zieht das Gewicht halt ein bisschen nach hinten. Weil der Fly weiter hinten sitzt und dementsprechend steckt er gerade an Bord. Ein kürzerer Schaft steckt eher steiler an Bord. Wir werden auch häufig, es ist immer in den Kommentaren, was spielen wir eigentlich für ein System. Das schreibe ich ja immer noch mal mit in die Beschreibung auch mit rein. Und ich gar nichts an. Ja, das ist kein Geheimnis, was wir hier für ein System spielen. Aber es das heißt natürlich auch nicht, dass es quasi für euch, wenn ihr jetzt das Video seht, dann müsst ihr halt einfach mal gucken, was habt ihr für Systeme zu Hause und das einfach auch dann mal austesten. Ne? Oh, der steckt aber doof. Ja, wow. Na komm, wir gucken mal. Gucken mal. Hinter der Couch, hinten noch in die Triple 18 rein, pass mal auf. Haha, ja, ich bin auch wieder im Bild. Das ist ja. So, jetzt habe ich noch Double 18 Rest, den verkacke ich voll mitten in die 1. Nein. Come on! Woo! Und das hinter der Couch, ne? Wer steht denn nochmal so abstrus weit? Andrew Gilding, der steht, macht den. Ja. Ich muss ja von hier. Ja. Er macht 1,50 Meter oder 1 Meter nach links. Er macht wirklich bis an die Kante vom Okay oder steht immer neben Okay. Ich weiß gar nicht, ob das. Aber gab es doch bei der WM war doch jetzt auch noch einer. Wer steht denn noch? Anderson steht relativ weit links. Hab ich das Gary Anderson? Nee. Nee. Genau mittig. Gary Anderson stellt sich schon in die Mitte. Nee. Ja, Price und Anderson, ja gut, aber. War da noch jemand? Irgendjemand noch. Bin ich ganz ehrlich, habe ich jetzt nicht so drauf. Genau. Na, wenn das mal nicht ein grandioses Gameplay war mit diesem richtig schönen 144er Finish am Ende. Richtig schön, immer wieder ihm zuzuschauen, was er aus dem Dart so rausholt. Ja, wie wir schon im Video so ein bisschen philosophiert haben, wir sind beeindruckt von der Leistung und der Entwicklung von Gervin Price, finden beide ja zu Recht ein Weltmeister und ja, mit den neuen Darts auf jeden Fall auch ein empfehlenswerter Dart von Red Dragon. Ich habe mir nach dem Gameplay den Dart nochmal ein bisschen genauer angeschaut, weil er floh um einiges besser.
gruppiert als ich und die Darts dort wirklich wesentlich mehr beansprucht werden. Und ich muss auch sagen, von der Beschichtung her schneidet der Dart verhältnismäßig sehr, sehr gut ab zu vielen anderen schwarz beschichteten Darts oder Darts, die gerade hier in dem vorderen Bereich einen so starken Grip haben. Klar spielt sich das ab, klar schlägt das aneinander, aber da haben wir in den letzten Wochen und Monaten einiges anderes erlebt, was bei weitem nicht so beständig war. Wir finden ein paar kleine Macken, das zeige ich euch auch nochmal hier in der Vergrößerung. Aber die Macken sind ja erstaunlicherweise noch nicht mal großartig im Grip oder vorne an der an dem Zulauf vom Barrel oder an der schwarzen Beschichtung selber, sondern mir fällt es tatsächlich eher hinten bei diesem V-Grip, bei diesem Wellengrip auf, dass sich dort oben der Rand, der eigentlich blau eingefärbt war, eher so ein kleines bisschen jetzt silber gestaltet. Und ich vermute mal, dass diese blaue Beschichtung bei weitem nicht so eingebrannt und bei weitem nicht so beständig ist wie die schwarze. Die schwarze ist sehr hart, zerkratzt wenig bisher, obwohl er ja ziemlich viel in Gebrauch war in den letzten Tagen und ja, gefällt mir von daher sehr, sehr gut. Ich mag Darts, für die man, ja, wo man für sein Geld auch was bekommt und so auch Beständigkeit hat und nicht direkt wie jetzt vergangene Tage bei den Peter Wright, bei den Stone, bei diesen Diamond beschichteten Darts, dass da alles sofort zerkratzt. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir auch noch beim Gameplay mit drauf zu sprechen. Hier kann ich euch auf jeden Fall aus der Erfahrung aus den ersten Wochen berichten. Haltbarer Dart, ein richtig cooles Flugverhalten, ein guter Barrel und ein sehr, sehr schickes Design. Wir sehen uns zum nächsten Testbericht. Wir haben noch viele spannende Sachen. Abonniert den Kanal, liked das Video, fragt gerne in den Kommentaren. Ich wünsche euch bis dahin good darts, euer Data Rossa.